Nö, hier ist jetzt aber auch nichts Besonderes, was jetzt irgendwie so aussieht wie ein Sammelobjekt, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Also gehen wir mal zu der Mülltonne vorne und da müssten wir doch eigentlich dann wieder mit Teamwork hochkommen, oder nicht? Weil so richtig sammelbar sieht hier nichts aus. Außer ich könnte den Müll hier rausnehmen vielleicht noch. Vielleicht sind in dem Müll was, aber. Ja, das wäre ein zu cooles Versteck. Das haben wir gesagt, das machen wir nicht. Da komme ich, denke ich, nicht hoch. Zumal das Spiel ja auch möchte, dass ich nach rechts gehe. Also, let's go. Schieben wir den Müllcontainer weg, weil da ist ein Loch im Zaun. Ja, schiebst du bitte mit? Du bist eine faule Socke, ne? So, und jetzt schieb! Ja, du musst. Oder ziehen? Mein Gott! Hättet ihr das nicht auch von der Seite machen können? Ja, ich möchte alles sehen, was dahinter ist. Aber hier ist nichts hinter. Okay, gut. Na gut, dass die Uhr direkt so aussieht wie ein Auge, ne? Das macht doch gleich Mut. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Schule oder war eine Schule, da hinzugehen. Komm, wir wippen. Schlechter Torwart. Ich habe ein Tor gemacht. Okay, das Spiel möchte, dass ich da hochgehe. Dementsprechend möchte ich aber nicht hochgehen. Sondern mich hier erst ist das neue Hut. Jo, ein neuer Hut. Na guck mal, damit haben wir auch vernünftige Augen. Und der Hut war doch ein Hut. Oh mein Gott. Ich persönlich bin aber immer noch Fan von der Papiertüte, um ehrlich zu sein. Ich möchte, dass er da drin bleibt. Ja gut, viel mehr wird hier jetzt auch nicht sein. Wäre jetzt gemein, wenn sie jetzt hier mehr verstecken als einen Hut. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach hier hoch. Und gucken uns das Ganze mal von innen an. Solange wie niemand Lebendiges drin ist, geht das auch. So, den Jäger fand ich jetzt auch sehr unsympathisch. Die Kamera schon so macht, ne? Kamera macht nicht diesen. Die Bilder sehen doch auch schon wieder so einladend aus. Oh. Denkt sie sich, warum? Okay, wir machen mal das Licht aus, damit es nicht so hell ist. Weil wir es können. Damit wir halt weniger sehen. Weil wer muss schon was sehen, ne? Du kannst gerne mit dem Spielwürfel spielen, wenn du das möchtest. Was haben wir denn hier noch alles in diesem Raum? Guck mal, hier ist noch einer.
Okay, die Betten kann ich nicht hoch. Kann ich das nicht wieder anmachen? Das nervt mich, dass es hier aus ist. Weil dann kann man sich hier. Achso, hier ist es immer noch gleich dunkel. Okay, gut. Ja, hätte ja sein können, ne? Kann ich Schubladen aufmachen? Nee, kann ich auch nicht. Ich komme da auch nicht hoch. Okay. Letzter Versuch, ob ich Schubladen aufmachen kann. Nein, kann ich nicht. Ich komme auch nicht weiter nach oben. Ach, Mann, Mann, Mann. Bekommen wir die Tür auf zu zweit? Nein, okay. Schön, dass du so viel Lust hast, mir zu helfen. Ich muss wahrscheinlich echt das Licht ausmachen, ne? Oh, ich will das Licht nicht ausmachen. Okay. Ich mach das Licht aus. Hallo. Können Sie mal die Tür aufmachen? Ich bin hier. Und dann bitte nicht mich fressen oder so. Das fände ich doof. So vom Grundprinzip her. Vielleicht kann ich einen Ball mitnehmen oder so. Weil ich meine, das Bild leuchtet nicht so. Ich habe eben versucht hochzuklettern, das klappt nicht. Und hier ist ein Loch hinter dem Bild. Vielleicht ist da auch ein Loch hinter. Und ich kann da was vorwerfen. Du brauchst was hier. Guck mal, genau das wollte ich hier gerade ausprobieren. That was my plan. Und diese Stelle hier ist auch nicht ohne Grund markiert, weil von da treffe ich bestimmt genau, ne? Hallo? Wie wäre es, wenn du durchgehst? Dankeschön. Ja, das ist auf jeden Fall ein krasser Klassenraum. Einzelunterricht. Ist auf jeden Fall da. Da gibt der Boden nach, das finde ich nicht gut. Kann ich den da irgendwie drauf locken? Ja, geh mal drauf, ja, genau. Bleib mal stehen. Okay, ich gehe auch drauf. Warte mal kurz, wir wissen, ob ich hier was mitnehmen kann. Nee, kann ich nicht. Okay, gut. Und da sind wir auch schon downstairs. Nee, an dem Rad kann ich nicht drehen. War es ja auch ein bisschen zu krass gewesen jetzt. Alles klar. Muss ich nach unten?
Kannst du ein Kriechen auch irgendwie und dich nicht nur ducken? Nee, kannst du nicht. Okay, gut. Ja, dann geht's weiter, ne? Ich vermute mal da rein. Ja, du sollst da reingehen. Dankeschön. Aber in dem anderen Spiel hatte ich eine Taschenlampe, das fand ich schöner. Oh nee, das sieht aus wie ein Parcours vor mir, ne? Lauf einfach, lauf. Geh wieder zurück. Gut, das Spielzeug war eine gute Falle, das gebe ich zu. Weil ich habe gedacht, Ball! Also hat hundertprozentig geklappt. Oh, gleich sind wir zu dritt. Da ist noch ein Verbündeter. Hey, nicht weglaufen! Lass uns Völkerball spielen. Ja, ihr dachte ich jetzt wohl, ne? Aber ich habe das Brett gemerkt. Und außerdem lag da diesmal kein Ball. Sonst hätte das Spiel mich wahrscheinlich wieder gehabt. Sag mal, warum wollt ihr mich denn alle umbringen hier auf eine höchst... unsensible Art und Weise. Ja, gut, dann machst du das halt zu. Also alles, was ich hier einsammeln will, will mich irgendwie umbringen, ne? Ist das trotzdem hier? Ja, ist trotzdem da. Also wenn man einfach vorsichtig spielt und sobald man ein Geräusch hört, stehen bleibt, ist alles gut. Dann zeigt man, dann sind die Reaktionen gut genug oder einfach so einen Schritt zurückgehen. Ja, das Brett hier ist es doch, ne? Hier, das, wo du jetzt vorstehst. Okay, es ist genau das Brett, auf das ich drauf springe. Brauche ich das aber? Muss ich das auslösen? Na, muss ich dann, wenn ich da hochkomme, ne? Okay. Ich frage mich, warum wollen mich denn hier alle töten?
So, was ist denn, was habe ich denn falsch gemacht? Tritt nicht auf das Brett, was da so hoch guckt. Und wenn diese Tür so im Fokus steht, mag ich das übrigens auch nicht. Dieser Schrank, ne? Der kippt nach vorne. Oh, dieses Spiel, jetzt macht's einen wahnsinnig. So, okay, das musste passieren. Habe ich gerade das getan, was ich denke, was ich getan habe? Hier, komm her! Trottel! Das hat der. So bestimmt in seine eigene Falle gelaufen, oder? Du darfst den Hammer gerne weiter mitnehmen, du. Ah, okay, darfst du nicht. Ich möchte da noch nicht runter. Okay. Okay, ich möchte da runter. Ich habe verstanden, ich darf nicht den gleichen Weg nehmen wie ihr. Und das ist okay. Frech finde ich das allerdings schon. Vor allem, weil ich wusste, dass der Schrank umkippt. Das war so offensichtlich einfach, ne? Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Nein, ich möchte weiter aufmachen, um ehrlich zu sein. Ja, mach mal auf. Mach mal auf, das Ding. Nein. Dankeschön. Okay, gebracht hat's mir nix. Hätte ja sein können, dass es mir was bringt. Kann ich irgendwas da reinwerfen, dass dieses Ding da rausfällt oder so? Hab ich irgendeinen Gegenstand, den ich werfen kann? Buch zum Beispiel hier? Ne, das kann ich nicht werfen, okay.
Oh, ich habe die anderen Spinde nicht überprüft. Da war bestimmt auch irgendwas drin. Naja, ist egal, gut. Kannst du das Ding nicht aufheben? Nochmal. Nein. Okay, gut. Das fällt da nicht raus. Okay, hier ist Wäscheraum. Oh, die Lehrerin sieht richtig nett aus. Kannst du dich wieder umdrehen? Oh, so richtig alte Schule, die Lehrerin, ne? Okay. Haha. Ah, okay, die irgendwann erreicht sein. Aber wo wusste die denn jetzt, dass ich da bin? Falls sie mich gesehen hat. Hä? Warum kam die denn jetzt auf einmal, weil ich den Raum betreten habe? Das Spiel selber nicht, okay. Natürlich fällt das um. Was ist mit der denn falsch? Okay, Madame Giraffenhals. Ja, gut. Bei der Dame ist Spicken bestimmt besonders einfach. Oh Gott. Was ist das denn für eine? Und ich muss da wieder durch. Ich will da nicht wieder durch.
come on. Spiel, warum? Hat sie den Unterricht beendet? Ich weiß ja gar nicht, wo sie jetzt ist. Ja, so ungefähr. Ich weiß halt nicht, wo sie hinguckt, ne? Sonst würde ich ja. Na komm, wir gehen jetzt einfach. Ich sehe sie nicht, sie sieht mich nicht.